So, jetzt der dritte Wettkampf gehabt. Bei der 60. Tournee. Da schauen wir oben in den Hexenkessel Bergisel. Bindungskontrolle nur einmal. Schauen wir, ob das warme Wetter der Schanzen was ausgemacht hat. Die Spur ausschaut das Glas. Schanzen ist frei und oben geht's. Na, dabei geht's einmal ganz gut. Komm mal. Hier schön. Super geht's aber! Traumhaft ist das! Auf dem Gegenhaben und. Ja! Geschafft haben wir's! Jetzt mal abbremsen und dann da reinschauen. Das wird dann voll sein. Ja, die Menge top. Super, da schauen wir auf. Bitte, Wetter bleibt so. Es geht sehr gut. Auch die Anlaufspur überraschend gut heute für die warmen Temperaturen. Also super Arbeit macht die Veranstalter. Und jetzt freuen wir sie. Vielleicht gibt es wieder einen österreichischen Sieg. Ja, Daumen halten heißt es auf jeden Fall. Aber ich habe manchmal das Gefühl, der erste Teil des Sprungs ist fast weniger anspruchsvoll, als dann am Gegenhang wieder hinaufzufahren und dort vor allem stehen zu bleiben. Ja, angefangen hat es eigentlich beim Colli schon folgendermaßen. Ich bin mit seiner Millionen-Show-Partnerin, mit der Nina, angewiesen beim Start. Sie wollte ihn begrüßen und sagen Hallo sagen. Er hat kein Ohr gehabt. Dann hat er das Schuh gebunden, dann sind ihm die Schuhchlitzen gerissen. Dann war er ein bisschen nervös und er war extremst konzentriert. Und ja, es braucht schon einen Riesenmut, da mit diesen drei Kameras herunterzuspringen, weil bei Gisel ist jetzt keine Mickey-Maus-Chancen. Und die Verhältnisse sind jetzt nicht so, Eisspur, es ist nicht ideal. Und da muss ich auch laufend einstellen und auch der Gegenhang. Aber man sieht einfach, der Goldi, er hat nicht umsonst dreimal hier am